Okay, jetzt können wir hier rein. Hier ist das einmal die Karte, die ich da in einem Händchen sehe. Bitte komm rein. So kannst du sie zum Narren halten. So hast du sie also reingelegt. Also los. Gaffen die gerade. Oh mein Gott. Puh, ich meine schnell. Bitte will ein Zimmer. Mann, der ist was komisch, aber da sind sie ja alle. Ich will nicht hin. Ach du meine Güte. Der Gruppenraum sieht unbewohnt aus. Komm, wir fangen mal rechts an. Das Zimmer sieht aus, als wäre das Zimmer belegt. Lausch mal! Was zur Hölle? Was gibt es da zu sehen? Ernsthaft? Der Wind hat sich gelegt. Was ist das für ein Tipp? Was zur Hölle? Es ist der Fluch des wiedererstandenen Satans. Unsere verehrte Königin erwacht nicht. Die Zeit ist reif. Eine Legende wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Hey, sollten wir nicht bald angreifen? Füste, Füste. Wir haben ein Essen mit Präsident Shindra. Sagst du sie? Ich kann das ihm nicht sagen. Na los, na gut. Eine mit blauen Augen. Und einem großen weichen Schwert auf dem Rücken. Was? Finden nichts ins Verheißende. Du musst nur das Licht halten, ne? Ich muss die Schwerrüstung tragen. Was zur Hölle? Ich weiß es, aber das gehört alles zum Job. Ah, die Frau des Präsidenten hat das mit seinem kleinen Hobby herausgefunden. Was ist hier los? Ich meine, schnell. Zimmer der Liebenden. Komm, schau mal. Okay, das... ist interessant. Was zur Hölle läuft hier ab? Okay, das ist der Opa und das ist die Frau, oder was? Was weißt du, Oma? Was zur Hölle? Oje, unser Sohn hat das für uns gemietet, aber... es ist zu schön für uns. Großes Bad, breite Wanne. Ich kann mir es einfach nicht gemütlich machen. Jo, ich bin der Gaffer 3000. Der Scheißraum. Ja. Ich nehme einfach nicht ab. Hallo, du darfst hier nicht rein. Hier ein Perverser. Hier nicht. Clip, clip. Oh Gott, noch einer von denen. Du weißt schon, die empfindliche Sorte. Ignorieren einfach, ignorieren. Ach du meine Güte. Gehen wir mal in den Raum hier, ne? Ich nehme dieses Zimmer. In Ordnung, wir müssen nur in das Zimmer reingehen. Dülberg ist hier nicht anders.
Muss ich mich wiederholen? Sei mir nicht böse. Oh je, einer von diesen Brutalos. In Ordnung, bitte. Das gefällt mir überhaupt nicht. Du? Was? Was machst du denn hier? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Deshalb befrage ich dich, machst du etwa Dummheit? Glaubst du, Probleme lassen sich lösen, indem man nur an sie denkt? Was zur Hölle? Oh nein. Hilfe, irgendwer. Okay, Cloud. Du bist seltsam. Du hast abwarten und Tee trinken in der Stube gar nichts. Was sagst du? Es bewegt sich. Was? Wach auf! Was zur Hölle ist hier los? Rubbel, 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 rubbel. Klatsch, stampf, stampf, klatsch, stampf, quiek, quiek, patsch, au, au. Wach auf! Uff, bin ich erleichtert. Kleiner, ich höre, du bist zusammengebrochen. Nein, nein, nein. Sei nicht so nervös, hä? Man sagt, die Jugend dauert so lange und ist doch so kurz. Jetzt gib mal dein Bestes. Die Zeit ist um. Tschüss, Kleiner. Was? 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 Sag mal, warum war Fiona ein Bild von mir und... Tut mir leid, da laufen unanständige Sachen ab. Nimm das als Entschuldigung, okay? Was, diesen Fummel für mich? Das begreife ich nicht. Okay, dieser Club hier macht mir Angst. Will er rein? Hallo, ich bin ein Perverser. Mann, ich frage mich, was wäre passiert, wenn ich hier reingegangen wäre. Mann, das nervt. Kann ich nochmal rein? Wirklich? Das ist doof. Egal. Wenn man her ist, kurz vor Geschäftsschluss. Also denken Sie bitte an alle persönlichen Objekte. Ich möchte auch blumen, aber hypothetisch werde ich immer so nervös. Man wird ja vorsichtig. Ich verkaufe Blumen. Hey Cloud! Ich habe ein paar schöne Blumen von Elvis gekauft. 500 Quelle waren ein bisschen viel. Na, dafür kenne ich jetzt ihren Namen. Ich habe Elvis um eine Verabredung gebeten. Aber sie sagt nicht mal, wann ich ihr 1 Million schicke. Ihre Blumen kosteten auch noch 300 Gilden. Sie ist eine gute Geschäftsfrau. Oh mein. Elvis, danke für die Blume. Und den Gil. Die werde ich in Ehren halten. Ich werde sie trocknen und als Glücksbringer tragen. Ah, wie lieb. So, Objekte. Wir haben jetzt eine Unterwäsche, ne? Parfümierte Unterwäsche. Gut. So, der Automat hier funktioniert immer noch nicht. Dieses Rätsel hier geht mir so langsam so richtig auf den Keks. Ah, ein Gutschein. Such dir ein Mittel aus. Abführmittel. Bitteschön. Gut, und jetzt hier oben. In die Bar. Zu dem Typen, der Magenbeschwerden hat. Darmbeschwerden. Es ist eine... Ja, okay. Bitte gibst mir Wegsfälschel, danke. Jetzt fisch mir besser. Vielen Dank für deine Güte. Sexy... Oh, sexy Parfüm. Oh, 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 das mögen wir sehr. Mögen wir sehr. Bist du fertig? Hoppla.
Bist du der Vater? Entschuldigung, sind Sie der Vater des Mädchens in der Boutique? Mir gehört das Geschäft, aber ich bin nicht dein Vater. Hab ich auch nicht gesagt. Nähst du mir ein Kleid? Ich nähe keine Männerkleider und jetzt habe ich schon gar keine Lust. Claude, warte eine Sekunde. Ich versuche mit ihm zu reden. Warum gehst du nicht darüber und bestellst was zu trinken? Weißt du, er hat immer gesagt, dass er sich einmal als Mädchen kleiden möchte. Darum hätte ich gerne ein hübsches Kleid für ihn. Was ein kräftiger Bursche wie der. Also, was ist? Nähst du ihm eins? Könnte interessant werden, denn es wurde etwas langweilig, immer nur normale Kleider zu nähen. Dann machst du also eins für einen, für uns? Ja, in Ordnung. Was für ein Kleid wollt ihr? Etwas... das sich weich anfühlt. Und das außerdem... glänzt. Okay, ich habe einen Freund, der auch so einen Geschmack hat. Ich werde mal mit ihm sprechen. Okay, Kleid ist unterwegs. Was brauchen wir noch? Ein Parfüm. Vielleicht eine Perücke. Okay, können wir nichts machen. Oder bist du ja, es ist fertig, probier's an. Satinkleid. Aber klappt. Wie zieht man das an? Huch, lass los. So ganz bestimmt nicht. So ganz stimmt es noch nicht. Eine Brücke, die fehlt. Hab ich mir gedacht. Also habe ich mit einem Freund gesprochen, wo man einen bekommt. Kennst du das Wort, Julio? Da gibt es eine Menge Leute wie dich. Geh, red mir die. Okay, es fehlt noch eine Perücke. Wie? Dich? Aber ich, was hast du ihm erzählt? Spielt das eine Rolle? Wir haben bestimmt ein schönes Kleid. Aha, du meine Güte. Sportstudio brauchen wir. Noch eine Perücke. Du willst also einen auf süß machen? Auf süß? Genau. Und die Perücke? Bekommst du aber nicht umsonst. Ach. Big Bro, süßer wirst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Genau, machen wir also Kniebeuge. In Ordnung. Bist du im Studio, vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was du wusstest, das wusstest du nicht. Der stand hier kehrt und alles dreht sich um ihn. Aber egal, komm hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Wenn bereit bist du, drücke wechseln, um in die Hocke zu gehen. Abbruchen, um dich zu richten und okay. Um zu, die Ausgangsstellung wieder einzunehmen. Okay, was ist nochmal wechseln? Also wechseln, Abbruch, okay. Kapiert. Wechseln, Abbruch, okay. Nicht fair, wenn du gleich los siehst. Willst du etwas üben? Ein bisschen. Dann fang an. Wie funktioniert das? Okay, insert ist wechseln, dann zieh. Okay.
was drei Keyboards gemacht. Also lass uns loslegen. Eins, zwei, drei. Er hat 12 Knie gemacht und du hast 17 Kniebeugen gemacht. Du bist Essen im. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du sie. Danke, Big Pro. Fürs Objekt. Blonde Perücke. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Dummer Kerl. Halt die Klappe, auf zu jammern, weil du verloren hast. Ach, Großhebe gehen bis auf die Knochen. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Was? Wo bin ich nur hier gelandet? Okay, die Perücke haben wir jetzt. Und das ist gut. Die Zwischenum. Ich bin soweit. nicht schlecht. Das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Na, du hast recht. Sollen wir es versuchen? Danke, dass du etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespawnt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuch, eleganter zu laufen. Ungefähr so, Fräulein Cloud. Was meinst du mit eleganter? Du bist sehr süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wär's mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Ach, was redest du mit dieses? Ich möchte dieses. Wie? Sieh mich jetzt um. Was wird sie jetzt? Was kommt jetzt? Nicht gucken. Ja, bei mir wird geguckt, ha? So. Ula, und wie sehe ich aus? Ach, du bist ein Langweiler. Hallo? Bin ich kein nettes Mädel, ha? Hallöle. Ich laufe immer noch wie ein Junge. Oh, hey, Prinzessin. Leute. Ich bin Johnny, freut mich. Klar, ich rede nur mit den Hübschen. Was bist du? Du bist klasse. Was zur Hölle ist die los? Das ist Ulrik, ein harter, stachliger Fuß. Sieht irgendwie bekannt aus. Junge Mädchen, weiche Haut. Ah, jetzt geht's mir besser. Herrscht fest. Trainierst du? Was zur Hölle, ich bin hier vor. Ach du meine Güte. So, das hier hat etwas. Oh, ernsthaft, so lange gedauert. Oh, meine Güte. Ja, gehen wir zu Dons, ne? Gut, also Leute, bis nächstes Mal, wo wir dann zu Dons gehen. Ciao, ciao!